Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy. Ich habe mein Mikrofon jetzt ein bisschen empfindlicher eingestellt, deshalb muss ich ein bisschen vorsichtiger reden. Weil wenn ich jetzt rage, dann gibt's Clapping. Und das will ja niemand. Oh, und ich bin schon wieder richtig behindert. Wir machen jetzt den Boss und ich habe überhaupt keinen Bock auf Dr. Fetus. Kannst du ihn noch nicht kennen? Oh, okay. Dr. Fetus hat ein bisschen Rage. Fuck. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses ganze Level funktioniert. Ich werde so verdammt oft verkacken. Sorry, dass ich nicht rede. Ich bin gerade noch nicht im Aufnehmen. Es ist jetzt F Samstag. Natürlich ist Samstag. Ich nehme es jetzt für Dienstag auf und ich versuche jetzt auch regelmäßig was hochzuladen. Freddy schreibt mir gerade. Ich habe aber echt keine Ahnung, ob ich das irgendwie schaffe. Ich bin gerade schon richtig behindert. Und ja. Mann, diese Raketen! Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt halbwegs regelmäßig aufzunehmen. Meat Boy zumindest. Alles andere klappt ja halbwegs regelmäßig sogar. Ja. Titan Quest kam heute. Vor einer Stunde. Wenn ich Meat Boy dann bis 16 Uhr hochgeladen habe, das muss ich natürlich noch gucken. Aber ich glaube, der Part war ganz interessant. Das ist nämlich einer. Das war nämlich der letzte, den wir noch so hatten. Ich schaff das hier nicht. Okay, ich muss mich erstmal hier ganz langsam. Boah, diese Raketen gehen einfach richtig auf den Sack, ey. Ja, okay, merke, springen, wenn dann die Kettensägen gerade da sind. Weiß jetzt, ob dieses Level noch nicht assi genug wäre. Müssen da noch zwei Kettensägen hin und her laufen. Fuck, wie kommt man da hoch? Okay, das wird wahrscheinlich genau wieder so ein Scheiß sein wie letztes Mal. Und ich finde super, dass Meat Boy die ganze Zeit Musik spielt. Und ich schätze mal, ich bin viel zu laut auf euren Ohren. Da muss ich mich runterregeln, aber dann habe ich halt den Spielesound runtergeregelt, wobei den eh keiner hören will. Naja, wie ich letztes Mal schon angemerkt habe. Oh Gott, letztes Mal den Part hat bestimmt keiner zu Ende geguckt, ey. Außer Jörg. Wie ich letztes Mal schon angemerkt habe. Fuck! Nehme ich jetzt mit Controller auf. Und das geht deutlich besser. Also wer von euch Meat Boy zocken will, Controller ist bei Meat Boy eine sehr gute Investitionssache. Fuck it! Und viele FPS natürlich auch. Ja, worüber rede ich jetzt? Ich habe keinen Timer gestellt. Das heißt, der Bosskampf wird so lange dauern, bis er zu Ende ist. Und ich werde vielleicht cutten. Aber die Scheiße ist immer beim Cutten. Ich erzähle dann irgendwas Interessantes. Oder irgendwas Wichtiges auch teilweise. Und dann cutte ich das einfach raus. Deshalb habe ich den letzten Part auch nicht gecuttet. Diesen 40-Minuten-Part, der extrem lange zum Uploaden übrigens gebraucht hat. Weil ich ja nur eine Würstchenleitung habe. Goi-Leitung. Keine Geule, sondern eine Goi-Leitung. Und ich bin übrigens ziemlich schlecht hier. Das Problem ist,
dass ich. Ach, das habe ich schon so oft angesprochen mit der Internetleitung. Habe jetzt keinen Bock drüber zu reden. Mit meiner 16K-Leitung, die auf 15 GB begrenzt, deswegen LTE. Naja. Es wäre lustig, wenn Dr. Fietes schwarze Masse hinterlassen würde, wo er lang springt. Das war nicht so klug. Ich habe keine Ahnung, was danach noch kommt, nach diesem Level. Ich hoffe nichts mehr, eigentlich. Da wäre ich sehr zufrieden mit, wenn danach nichts mehr kommen würde. Och Mann. Komm schon, Fetus. Da bin ich einmal abgerutscht. Das ist echt scheiße, wenn man mit dem Controller einmal abrutscht, dann ist man directly tot. Ich mag tot übrigens nicht. Was? Die Rakete trifft er da aber auch manchmal richtig scheiße. Naja. Ich habe heute wieder keinen Gastkommentator, weil Freddy arbeiten ist. Nein, warte, das ist Samstag. Weil Freddy keine Lust hatte. Springen hilft. Fischi springen hilft. Weil Freddy keine Lust hatte und Kirschi noch nicht online ist. Ist gerade irgendwie 9 Uhr oder so. Morgens. Nein, ah Mann! Ich kann mich nicht konzentrieren auf Reden und springen gleichzeitig, sorry. Ja. Wie gesagt, Kirschi ist noch nicht online. Freddy ist. Hat keine Lust. Und ja, deshalb bin ich jetzt hier ganz alleine. Hab keinen anderen gefunden, der aufnehmen will. Ich bin ganz alleine. Und ich habe mich gestern, vorgestern, Donnerstag, mal mit Kishi ein bisschen auseinandergesetzt, der sich ja neues Equipment holen will. Okay, da kann man nicht durchspringen. Der will sich ein neues Equipment holen und ich auch. Und von daher habe ich gleich erstmal gefragt, was er sich da holen will. Ich will mir noch ein kleines Mischpult holen und ein kleines Bose. Kleines Bose. Ein kleines Rode Microphonic. Und ganz kleines, so 2 Meter. Alter, ist das mies eng. Ja, ich will mir ein Mischpult holen, damit halt die Soundqualität steigen tut. Und ich habe keine Ahnung, ob man mein Mikrofon an ein Mischpult anschließen kann, weil ich ein USB-Mikro habe. Und ich schätze mal, dafür müsste es halt einen Adapter geben. Aber da ein USB-Mikro sowieso schon nicht die beste Qualität hat und meins halt auch ein etwas günstigeres ist, habe ich mir überlegt, holst du doch gleich ein ganz neues. Und zwar ein richtig geiles. Und habe jetzt halt eins rausgesucht. Ein ziemlich teures auch, was ich mir eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Also, ich verdiene ja mit YouTube kein Geld, wie man mitgekriegt haben sollte, weil ich keine Werbung und ich habe nichts. Also, ich habe keine Werbung, deshalb verdiene ich damit kein Geld, logischerweise. Außer natürlich für die Leute, die Adblocker benutzen, das tue ich auch, wenn ich kein Internet habe. Na, fuck! Hab nicht drauf geachtet. Ah, Mann! Sorry fürs Übersteuern. Ja, wenn ich kein Internet habe, benutze ich Adblock, weil sonst die Videos 6 Milliarden Jahre brauchen zum Video abspielen erstmal. Also zum Werbung abspielen erstmal. Und das ist ein bisschen doof. Weil ich möchte ja auch irgendwann nochmal Video gucken. Und naja, deshalb habe ich auch nichts gegen Leute, die das machen. Ich finde es nur gut, wenn man es bei. Also wenn man es nicht unbedingt immer anhat, sondern bei irgendwelchen Leuten, die man halt auch wirklich unterstützen will, anmacht. Aber Leute wie wir verdienen damit eh nichts. Also ich habe durchschnittlich 4 Aufrufe vielleicht. Und nicht mal Kirsti verdient damit unglaublich viel Geld. Also man darf ja nicht über Geld reden bei YouTube. Klar. Die Reichen sprechen sowieso nie über Geld. Kishi ist auch so ein richtiger Rich Nigger geworden, oder? Fuck! Wie soll man da langkommen, Mann?
Okay, das ist relativ schwer. Ich habe keinen Bock, hier wieder ein 40-Minuten-Part von zu machen. Das heißt, ich cut ihn eventuell in zwei. Und dann lade ich es in zwei oder drei oder fünf Parts hoch. Oder vielleicht cut ich es auch einfach komplett raus. Ein paar Sachen. Weil das ist ja echt nur langweilig. Kurz mal mein Handy gucken. Vielleicht. Naja. Es war ganz gut, dass wir heute Donnerstagabend. Oh nein! Schon mal Titan Quest aufgenommen haben. Weil ich hab. Okay. Ich hab Sonntag neues Datenvolumen. Und bis dahin möchte ich eigentlich hochgeladen haben. Weil dann beansprucht das nicht das Datenvolumen, sondern das nicht vorhandene Datenvolumen. Das heißt, dann habe ich mein Datenvolumen länger. Und dann kann ich auch mal wieder TTT aufnehmen. Endlich! Ja, TTT, nur dafür muss ich erstmal wieder Aufnahmeleute finden. Also einen Server raussuchen, Aufnahmeleute finden. Kishi macht nie wieder mit bei TTT. Das hat er schon angekündigt. Warum ist das so eine Hure? Freddy auch nur, wenn er Lust hat. Ich würde ja Jörg fragen, aber der steht nicht so auf Shooter, leider. Sonst hätte ich den gefragt. Verdammt! Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Lass mich mal. Ich muss jetzt kurz tryen, okay. Das bringt's. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich gucke mir sonst gleich wieder ein Video dazu an, wie man den Features-Boss freischafft. Die Dark Zones werde ich nicht machen. Punkt. Da werde ich vielleicht mal eine hochladen, wenn ich Lust dazu habe. Aber Alter, ich schaffe nicht mal die erste Welt damit. Das ist einfach viel zu mies krass, ey. Also jetzt mal ernsthaft, das ist echt hardcore. Ich war ja schon mal da drauf, aber ich weiß nicht wie. Das ist einfach richtig schwierig, glaube ich. Naja, ich habe Hunger. Ich sollte mal was essen. Ich habe gar keine genaue Uhrzeit, sonst hätte ich euch mal die genaue Uhrzeit gesagt. Doch, habe ich. 10:03 Uhr ist es an einem Samstagmorgen. An einem wunderschönen Samstagmorgen. Es ist freundlich und hell und haben minus 20 Grad oder so. Und ich habe noch nichts gegessen. Bin noch todesmüde. Gerade jetzt aufgestanden. Ja, wer steht schon. Fuck. Am Samstagmorgen früher auf. Als er muss. Und dann habe ich mir gesagt: Ach, fuck, du brauchst noch Meat Boy für die nächste Woche. Ach Mann. Dann hätte ich sogar einen Part für Dienstag und einen für Donnerstag, wenn ich das in zwei Parts cutten muss. Leider. Ich hätte ja sowieso viel mehr Parts, wenn ich auch den anderen. Ah, fuck! Entschuldigung fürs Übersteuern. Den anderen Part in zwei Teile gecuttet hätte. Das waren ja auch 40 Minuten und ich mache normalerweise 20, 15, 20 Minuten Parts. Zumindest bei Meatball mache ich normalerweise 15 inzwischen, weil ich keinen Bock mehr habe. Und das heißt, wenn es ein 30 Minuten Part wird, werde ich es in zwei Teile cutten. Wenn es ein 20 Minuten Part wird, nicht. Ich höre mal auf zu reden, wenn ich da bin, weil es klappt einfach nicht mit reden. Mann. Kopfschmerzen. Übrigens, ah,
Also tatsächlich so. Oh Gott, nein. Okay. Jetzt habe ich aber einen Trick raus. Also, nein, jetzt habe ich rausgefunden, wie es geht. Immerhin schon mal. Ich muss mir gleich irgendwie Brötchen organisieren auf dem Samstagmorgen. Also ab zum Baker. Oh. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe jetzt schon wieder keine Lust darauf. Also bei Titan Quest ist es nicht so krass, ne? Titan Quest, da hat man ziemlich viel Spaß am Spielen und sowas. Und das Spiel hier ist einfach nur. Oh Mann! Schrecklich. Sorry. Oh Gott, ich krieg davon auch vor allem so richtige Kopfschmerzen. Attacken, Alter. Oh Mann. Nein, nein! Alter, da muss man genau timen, wann man runterspringt. Das ist richtig mies. Ich hasse die Raketen, die er schießt. Es ist übrigens schwer genug, mit der Tastatur zu spielen. Nein, schwer genug, mit dem Controller zu spielen, anstatt mit der Tastatur. Das ist immer noch nicht ganz einfach. Ah, fuck! Bin ich da reingerannt, schade. Das ist immer noch voll die Qual. Falls ihr es noch nicht gespielt habt, es war im Halloween-Sale, glaube ich. Also ihr könnt es euch kaufen. Es kostet nicht viel, irgendwie. Also standardmäßig kostet es 9 Euro oder so bei Saturn. Habe ich mir gekauft. Und auf Steam kostet es, glaube ich, auch standardmäßig 9 Euro. Holt es euch einmal im Steam-Sale, da gibt es das für viel billiger. Schätze ich mal. Ich schätze mal so auf 4 Euro maximal, dass es im Steam-Sale kostet. Wenn ihr noch unter 18 seid, dann kauft euch einfach eine PayPal-Karte. Entschuldigung für das Übersteuern. Ich schätze mich übersteuern inzwischen bei den kleinsten Kleinigkeiten, Mann. Weil ich mein Mikrofon jetzt halt so ein bisschen empfindlicher eingestellt habe. Hab mir gestern ein Video angeguckt, wie man mein Mikrofon perfekt einstellt. Aber habe ich halt nicht so richtig perfekt eingestellt. Mist. Ich habe ja einen Low-Cut drin und eine Trittschalldämpfung, glaube ich. Ist das so? Ich habe es Bass-Sampling genannt, glaube ich. Keine Ahnung. Naja. Also wie gesagt, mit Mischpult wird das doch alles nochmal deutlich schöner. Dann habe ich auch Soundeffekte, wie der Gehmann Les Mill. Gehmann Les Mill war richtig, hoffe ich. Ja, Gehmann, nicht German. Ja, Gehmann Les Mill. Und wieder Mr. Zombie. Was zum. Ich bin gegen die Decke gesprungen. Was für eine Scheiße, Alter. Ja, danke. Ja, wieder Gehmann Les Mill habe ich dann auch so eine. Ja. Sound Effects drin. Aber natürlich nicht so teuer. Also, mein Mischpult ist deutlich günstiger. Deutlich günstiger. Nochmal, Mike ist deutlich günstiger als seins. Also, mein jetziges ja sowieso. Ich habe aktuell das. Oh Mann! Das T-Bone SC450. Im Bundle habe ich es gekauft. Mit Killer. Und einem Stativ. Stativ? Stativ? Von dem Stativ bin ich nicht so überzeugt. Das ist ein bisschen. Instabil. Das finde ich auch ein bisschen schade. Das Mic ist zu schwer für das Stativ. Das heißt, es zieht das Stativ immer runter. Ist ein bisschen schade. Aber das ist halt. Es funktioniert ganz gut noch. Also, wenn ihr anfangen wollt mit irgendwelchen Aufnahmen, kann ich euch das T-Bone SC450 nur als Anfangsding empfehlen. Man darf halt nicht allzu hohe Ansprüche haben.
Man darf schon relativ hohe Ansprüche haben. Ihr hört den Sound bei mir. Man kriegt den bestimmt noch besser eingestellt, wenn man die ganzen Sachen noch über Audacity laufen lässt und noch Effekte reinhaut, einen Filter drüber und alles. Dann wird sich das auch nochmal besser anhören. Aber, so bin ich zu faul. Und deshalb habe ich keine Planung, keine Ahnung von Sprache. Das heißt, das ist für mich alles einfach nur ein. Ich drücke jetzt hier auf. Bei mir ist es Plus. Also Sternchen plus. Und dann mache ich Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play dies, das. Habe ich Replay Meat Boy gesagt? Ich hoffe es. Es ist jedenfalls ein Replay. Ja, und. Es ist echt mies, dieses Ding. Ja, wie gesagt, das ist ganz schön für Anfänger. Es kostet nicht allzu viel, also das Mikrofon ist ein USB-Mikro. Kostet 119 Euro im Hum, also im Bundle, nicht im Humble, im Bundle. Mit Stativ, Popkiller und einem Audio-Tool sogar dabei. Und einem kleinen Handbuch und so weiter. Mit Spinne. Mit Spinne, Popkiller. Und Stativ. Ja. Und dann habe ich, um den Hall ein bisschen zu reduzieren, einen Eierkarton dahinter geklemmt. Oh, ich habe keinen Soundscreen. Kann ich mir nicht leisten. Kostet zwar irgendwie nur 40 Euro oder so. Aber, hab ich keine Lust zu kaufen. Vielleicht zum Bose. Zum Rode. Uff. Wen interessiert eigentlich mein Equipment? Also, ich könnte mal mein Equipment in die Beschreibung hauen. Das kann ich bestimmt machen. Aber dafür war ich bisher immer zu faul. Ich kann es mal kurz erzählen. Ich habe eine Scheiß-Tastatur. Ich habe jetzt schon ziemlich oft über mein Equipment geredet, aber halt einmal ausführlich. Ich habe eine Scheiß-Tastatur. Irgendeine Logitech, eine ganz billige, einfach so Office-Tastatur. Ohne Hotkeys, ohne alles. Alter, ist das mies. Dann habe ich. Ich zocke gerade mit dem Gamepad, mit dem Windows Gamepad. Nein, mit Microsoft Gamepad von Xbox 360. Und diesem Adapterstück dafür halt. Was habe ich für ein Headset? Irgendein billiges Hammer-Ding ist weiß, weiß-orange. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Werde ich mir auch bald ein neues holen. Dann habe ich eine G19S. G19S. G700S. Entschuldigung. Eine G700S. Maus. Wie gesagt, mein T-Bone gerade als Aufnahmemic. Ganz am Anfang habe ich auch mit meinem Headset aufgenommen. Da hat man die Qualität richtig gehört, ey. Das war richtig schön. Ja, ich habe so einen Bildschirm von Samsung und einen von Grundig. Der von Grundig ist schon relativ alt, aber Flatscreen halt. Einfach noch so einen Röhrenmonitor als Zweitbildschirm stehen haben. Die, was hatten die Röhrenmonitor als Maximalauflösung? Hatten die schon 480 oder waren die noch drunter? Also keine Ahnung. Jedenfalls habe ich einen Grundlichtbildschirm, der maximal 720p schafft. Mein Samsung schafft Full HD. Ja, das war's wahrscheinlich schon fast mit dem Equipment. Zumindest vom PC her. Und mein PC habe ich ja irgendwann mal in die. Ja, ich habe ein Infovideo zu meinem PC gemacht. Habe ich da auch ein Infovideo zu den anderen Sachen gemacht? Keine Ahnung. Ich müsste mal mein Mic in die Beschreibung wenigstens haben, weil das Mic ist ja schon ganz interessant. Zu wissen, vor allem für Leute, die auch eventuell damit anfangen möchten. Die hören ja gerade das Qualität. Das ist ganz okay. Also es geht deutlich besser. Aber es ist ganz okay. Ist halt auch wie gesagt ein USB-Mikro. Da erwartet man noch nicht allzu viel von eigentlich. Vielleicht ist meine Stimme einfach richtig abgefuckt. Also ich kann meine Stimme übrigens aus dem Tod nicht leiden. Wie wahrscheinlich jeder. Mann! Ich glaube echt nicht, dass es viele Leute gibt, die ihre Stimme mögen. Glaube ich nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich beende mal kurz die Aufnahme und spiele mal ein bisschen weiter.